Willkommen zurück, Leute, zu Mario vs. Donkey Kong. Ja, wir sind in der ersten Spezialwelt, Welt 1 Plus, um genau zu sein. Und ja, zocken wir mal einfach weiter hier. Ja, letzter Part ist wieder ein bisschen her, ein bisschen viel sogar. Ja. So, ich bin mal gespannt, hat sich hier irgendwas verändert in den Spezialwelten? Anscheinend schon, ne? Also, die Mini-Marios sitzen da nur so dumm rum anscheinend. Oh, oh. Scheiße, da komme ich doch jetzt nicht durch, oder? Nee, ich muss den greifen. Ups. Nee, da so komme ich da auch nicht durch. Ach so. Ah, ich bin dumm. Okay. Also, was soll ich mit dem Typen jetzt anfangen? Ach so, der trägt uns den Schlüssel. Boah, ist Mario zu faul oder was? Okay. Der dürfte da aber durchpassen. Okay. Oh, ein bisschen verwirrt bin ich gerade noch. Aber an sich könnte er ja auch hochkommen. Ja, wie gesagt, letzter Part ist ein bisschen länger her. Manchmal, da will man zwar aufnehmen, aber dann klappt es wieder nicht. Zum Beispiel wollte ich einmal aufnehmen und dann... Ah ne, so machen wir es nicht. Nee, wie machen wir denn das denn? Und ja, dann ist mir eigentlich... Dann habe ich nicht gespeichert, als ich letztes Mal den Boss besiegt hatte und dann musste ich das nochmal machen. Ja, und so nach dem 20. Versuch habe ich dann gemerkt, dass ich auch zwischendurch mal speichern könnte, ja. Um mir das leichter zu machen, aber... Ja, ich weiß schon, ich bin eine Intelligenzbestie. Alter, was soll ich denn hier machen? Der kommt doch da nicht rüber, oder doch? Der... Ach so. Nee. Warte, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, aber ich glaube, jetzt weiß ich es. Nein, das wollte ich... Ah, hier ist auch ein Knopf. Der muss nochmal hier zurück. Einmal, okay. Ich glaube nämlich, der kann da direkt rüberspringen. So, jetzt haben wir auch hier noch Zeit. Noch komm bitte hoch. Danke. So, komm hoch. Und jetzt springen wir hier gemeinsam rüber. So einfach ist das, Leute. Aber ich mache mir hier wieder alles schwer. Ja, wie gesagt, ich habe wieder ewig lang... Oh, das sieht anders aus. Am Boss rumgehangen. Und ja... es war einfach blöd. War ja im letzten Part auch so, dass ich da ewig lang gehangen habe. Da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, mein Gott, so schwer ist es doch auch wieder nicht. Aber so ist das nun mal. Ja, Mario vs. Donkey Kong ist für mich generell eher so ein Chill-Out-Projekt. Ja, jetzt eine Lüge zu sagen, dass das wenige gucken, aber es steht natürlich schon so ein bisschen im Schatten von den anderen Projekten, ist ja ganz klar. Es ist ein altes Spiel, aber... Ich finde es trotzdem nice und ja, wenn andere es auch gucken, dann haben sie Geschmack. Sag ich, oh, da kann ich den durchlotsen, den Mini-Mario. Ja, ich denke, es ist immer ganz chillig, so ein Part zu machen. Deshalb ist es auch schon einer meiner Lieblingsprojekte neben New Super Mario Bros. Ja, könnte man schon so sagen. Denn ja, New Super Mario Bros. Ist ja auch immer ganz geil. Wie kommt er denn jetzt bitte da hoch? Mit meinem Bruder zusammen macht es immer sehr viel Spaß und ja, wird auch von den Leuten ganz gerne mal angeguckt. Ist doch alles super. So, jetzt könnte er mal hochkommen. Aber wir haben sogar alle Pakete, ey. Boah, und er sagt, good job, little guy. Das ist ja auch wieder mal cool. Ach, shit, ich habe mir eigentlich hier mein Handy hingelegt, um den Timer hier zu machen, ne? Aber... Habe ich verpennt. So, jetzt fangen wir mal an. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit vergangen ist und so, aber ist ja auch scheißegal. So, wir wollen die Mitte haben. Stop the arrow. So. Ja. Boah, sind wir gut. Na, richtige Vollblut-Pros. Das ist im Moment mein Lieblingswort. Und wir haben hier sogar einen Stern, ne? Boah, sind wir gut, ne? Wir sind die Master. Boah, das sieht alles so kompliziert aus hier in den Spezialwelten. Ich dachte eher, das wären... Das hätte so die gleiche Schwierigkeit wie die anderen Welten auch, aber... Warte, der kann doch hier einfach hin, oder? Wie einfach ist das denn? Der andere Bereich ist zwar völlig nutzlos, es sei denn, man möchte die unbedingt diese Pakete haben. Ach so, und... Ah, die Level haben nur einen Bereich, fällt mir gerade auf. Also beim anderen war es ja so, erstmal Schlüssel finden und dann im nächsten Teil dann Mini-Mario retten. Aber diesmal scheint ein Level wohl nur aus einem Teil zu bestehen. Erstmal gucken, wie kommt der da runter, der... Ich habe das Gefühl, ich muss den Knopf hier drücken und dann irgendwie da unten lang gehen.
Ups und ups und ups und hier ganz vorsichtig. So, jetzt. Ah, ich glaube, ich stelle den hier drauf, den Mini-Mario. Wenn er. Komm bitte runter, komm bitte runter. Ach, egal, ich glaube, das klappt auch so. Wenn ich jetzt den Knopf drücke. Und jetzt kann ich da unten lang. Ne, ich kann nicht da unten lang gehen, aber der Mini-Mario. Das wird schon irgendwie hinhauen, Leute. Bum, 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 bum. Ach komm, geh doch bitte. Okay, wenn ich hier lang gehe vielleicht? Ja. Er hat's verstanden, der Mini-Mario. Der hat es drauf. Boah, wir kommen hier voll schnell voran, ne? Das ist super, Leute. Juhu. Denn, ja, Projekt macht ja, wie gesagt, Spaß. Aber irgendwann können Projekte auch zu Ende gehen. Bei manchen Projekten bin ich da wirklich ziemlich traurig. Aber bei diesem jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ja, trotzdem ist es chillig. Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich wiederhole mich wieder 1000 Mal. Tut mir leid. Ach, also wo kommt der? So. Okay, das war schlecht. Aber wahrscheinlich sollte ich den gleichen Weg nehmen wie der Mini-Mario. An sich habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit mache. Aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Bis auf eben die Situation gerade. Also Level scheinen klein, aber schwer zu sein. Ähnlich wie bei. Warte, wir gehen hier lang. Ähnlich wie bei Nier Super Luigi U. Ja. Sind bestimmt total viele verwundert, wieso das bei uns nicht. Oh, er hat's geschafft. Oh, scheiße, aber. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ja, Mario kommt. Mario kommt schon. Bitte nicht hier wieder. Okay, er springt. Er kann gut springen. Anders als wir. Okay, wir haben es auch geschafft. Juhu. Ja, was ich meinte ist, dass viele wahrscheinlich verwundert sein werden. Ja, einige fragen ja auch, oh, wo kommt denn New Super Luigi U? Aber na, wir haben uns doch am Ende dann dagegen entschieden, das hochzuladen. Wir haben zwar schon 2 Parts aufgenommen und ja. Aber dann, es ist verrückt, Leute, da sah ich. Also New Super Luigi U ist ja um 0 Uhr erschienen als Download. Und die übelsten Suchtis haben sich das natürlich dann sofort geholt, ne? Ja. Keine Ahnung, was die gesoffen haben. Okay, an sich sind wir ja auch Suchtis, aber dass man sich das Spiel dann unbedingt genau um 0 Uhr dann holen muss, ne, verstehe ich auch schon nicht. Ja, auf jeden Fall gucke ich dann so morgens am 20. Juni, war glaube ich der Tag, an dem es erschienen ist. Ganz und. Oh, scheiße, der stirbt ja. Ganz unschuldig auf mein Handy. Denk mir nichts Böses und dann sehe ich da schon, dass tatsächlich um 7 Uhr schon welche das Projekt hochgeladen haben. Ich meine, haben die denn keine Arbeit oder haben die denn keine Schule oder was? Ich meine, ja, um 0 Uhr einen Part aufzunehmen ist jetzt auch nicht so eine große Sache eben. Hier kann der auch nicht durch, ne? Aber ich meine, man muss man auch rendern, man muss es hochladen und das dauert doch auch wieder irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden oder so. Jedenfalls bei uns. So zusammengefasst, ja, 2 Stunden rendern, 2 Stunden hochladen. Aber ich weiß echt nicht, wie ich da unten vorbeikomme. Achso, vielleicht kann ich den Mini-Mario beschützen oder so. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben. Das mit dem New Super Luigi U werde ich wahrscheinlich auch noch im Mario Kart 7 Part sagen. Weil das gucken eben ziemlich viele. Und ja. Warte, wie macht man das? So. So. Ah ja, ich hab Skill. Ja, und das gucken eben, wie gesagt, viele. Und deshalb werde ich ja ungefähr dieselbe Geschichte erzählen. Aber ja, tut mir leid, wenn ihr dann beide Parts guckt und euch denkt, oh, das hat er doch schon gesagt. Aber ist halt so, dass manche Projekte beliebter sind. Oh, und jetzt kommt der Bossfight. Ist mir schon gar nicht mehr aufgefallen hier. Boah, das geht ja sowas von schnell. Das ist geil. Das ist wirklich geil, Leute. Okay. Bossfights scheinen wohl dem richtigen Bossfight in der normalen Welt, sag ich mal, zu ähneln, aber. Oh, aber anscheinend ist es noch ein bisschen schwieriger. Oh Gott, der haut voll auf die Kacke, ich merk's schon. Ich meine, wie viel Scheiße fällt denn da runter? Okay, das war nur eine Frage der Zeit, bis ich getroffen worden bin. Ja. So, boah, der.
Mein Gott, wie oft betätigt er diese Klospülung? Das ist... Nein, nicht hier. So, wenn er jetzt gleich den Knopf drückt, dann gehe ich sowas von ab hier. Der soll den roten drücken. Drückt den roten. Wieso drückt er jetzt nicht den roten? Muss ich jetzt darüber gehen oder was? Oh, er hat's gedrückt. Okay, ich glaube, da hat's keinen Sinn hochzugehen, weil der jede 2 Sekunden hier die Farbe ändert. Und ja, hier auf der Seite hat man wenigstens noch die Möglichkeit, dann auf den anderen Blöcken eventuell zufällig stehen zu bleiben. Was war das? Boah, leck mich doch am Arsch. Das ist viel zu schwer, Leute. Das ist zu schwer. Boah, habe ich das wirklich so schwer in Erinnerung? Ich weiß noch, ein Level, da bin ich nicht weitergekommen, als ich ein Kind war. Das war, glaube ich, in der 4. Spezialwelt, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir hatten auch einen Freund, der dasselbe Spiel hatte. Und ja, der ist an derselben Stelle auch nicht weitergekommen. Also, ich weiß nicht, aber für mich schien das Level damals unmöglich zu sein. Und ja, an sich war ich als Kind auch kein Noob, ne? Ich war schon immer nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen Angeber klingt, aber ich war jetzt eigentlich nie das Kind, was bei keinem Spiel weitergekommen ist und so, sondern boah, eigentlich schon immer ganz gut war. Ja, so blöd das jetzt auch klingen mag, wie gesagt. Nein, jetzt betätigt der einmal den roten, ne? Jetzt werden wir ernsthaft durch Time absterben. Naja, das kann's doch nicht sein, ne? Ist aber so. Ist so, Leute, kann ich nichts dran ändern. Ach Gott. Erbärmlich. Übrigens nehme ich wieder mit DX Story auf. Weil, ja, das einfach weniger Mühe für mich beansprucht, weil ich dann nichts synchronisieren muss. Ich muss eigentlich auch nichts wegschmeißen. Wegschneiden. Nicht ja. Versprecher-Fail. Ich muss nichts wegschneiden. So, jetzt haben wir es. Und ja, bei Fraps muss ich dann synchronisieren und am Anfang wegschneiden, weil ich dann so mache, dass ich mir einen bestimmten Punkt da suche, wo ich dann irgendwie sowas wie Bam oder Bläh oder so sage. Ja, so sinnlose Sachen eben. Und ich dann das besser synchronisieren kann, aber ja, es geht ja auch einfacher und ja, DX Toll nimmt bei uns zwar in nicht ganz so guter Qualität auf, aber ich meine, das ist, glaube ich, irgendwie wegen, was ist das nochmal? Also, es hing, glaube ich, mit der Computerleistung zusammen und irgendwie, wie schnell die Festplatte ist oder so. Ja, wir haben übrigens keine externe Festplatte, das machen wir alles auf der internen und, boah, wie der Donkey Kong mich disst, das kann ich jetzt eigentlich nicht gutheißen hier. Ich meine, wann kann man das überhaupt gutheißen, wenn man gedisst wird? Och Gott, ey. Der haut einfach voll auf die Kacke. So, noch ein Leben. Komm, das schaffen wir. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass DxHoey bei uns nicht in ganz so guter Qualität aufnimmt. Aber ich meine, das ist ein GBA-Spiel. Was erwartet man? Juhu. So, und jetzt habe ich ganz schnell gesprochen und Glenn gleichzeitig besiegt. Ne? Das ist Weltklasse, Leute. Ja, also heute... Heute ist ein guter Tag. Ich glaube, ich werde gleich ein paar Parts am Stück aufnehmen. Oh, dann irgendwie ist es heute ganz cool, ne? Ich meine, man kommt ja nicht immer zum Aufnehmen, weil einerseits wegen Schule, da werde ich auch gleich noch was zu sagen, ne? Aber andererseits auch wegen Sport. Ihr schon, ich spielen ja Tischtennis leistungsmäßig und so. Und da hat man ja am Wochenende... Ist dann meistens schon alles mit irgendwie Turnieren zugekleistert und so. Ja, und dieses Wochenende hatten wir an beiden Tagen auch Turniere, aber... Ja, aber hier am Abend, könnte man sagen, haben wir dann doch relativ viel Zeit über. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Manchmal habe ich auch keine Motivation. Aber ich will jetzt auch nicht wirklich sagen, dass ich ein Motivationsproblem habe, denn das wäre eigentlich... fast gelogen, würde ich sagen, denn ja, ich habe die Motivation nur meistens an den falschen Stellen. Ja, ist wirklich so. Wenn ich gerade nicht aufnehmen kann, dann hätte ich übelst Bock, das aufzunehmen, und wenn ich aufnehmen kann, dann habe ich manchmal eben auch keinen Bock. Und was macht der Mini Mario denn da? Der wird doch jetzt sterben. Wie, der wird nicht getroffen oder was? Dann komm doch mal hoch, du Fritze. Wieso nenne ich ihn Fritze? Keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung, was ich heute laber, aber es ist wie gesagt chillen pur. Und was wollte ich nochmal sagen? Ach ja.
Tischtennis und so. Haben wir ja auch dreimal die Woche Training. Wobei, ja, oft gehen wir auch nur zweimal in der Woche. Da man ja auch am Wochenende dann noch Turnier hat und ja. Eigentlich sollte sich das auch, sollten die Turniere langsam zu Ende gehen. Ist auch eigentlich jetzt so in der Schlussphase. Saison ist schon längst bei uns zu Ende. Aber ja, es kommen halt immer noch Sachen und ja, wenn man sich weiter qualifiziert, dann muss man halt noch eine Runde spielen. Also nicht, dass ich das irgendwie als puren Scheiß bezeichne oder so. Nein, ganz und gar nicht. Tischtennis macht auch total Bock. Ist eigentlich ähnlich wie beim Let's Playen bei mir, ne? Also, nur oft, ja, kollidieren diese zwei Hobbys, sag ich mal. Dass ich dann für das eine oder andere keine Zeit habe, aber an sich geht's, ne? Man darf ja auch nicht übertreiben. Ich meine, wir haben ja schon gar nicht mal so wenig Zeit, ne? Das darf man jetzt gar nicht sagen an sich. So. Hält sich alles in Grenzen, sagen wir so. Ja, komm runter, aber du kommst hier noch nicht rüber, oder? Achso, da ist ein Fass. Boah, das Level ist auch wieder easy, oder? Würde ich mal so sagen. So, und ja, ich wollte noch was zur Schule sagen und so. Jetzt ist es so. Mein Gott, schließ es doch auf. Wir haben noch so einen guten Monat Schule, ne? Ich weiß nicht genau, wann bei uns Ferien sind. Ich glaube irgendwie am 20.7. oder so oder irgend sowas in der Art. Und ja, jetzt könnte man natürlich meinen, oh ja, der letzte Monat ist immer der chilligste, ne? Da macht kein Lehrer mehr ernst und so. Wäre schön, Leute, ne? Bei uns lassen die jetzt noch Arbeiten schreiben. Es kommt noch relativ viel auf mich zu. Ja, auf Joshua jetzt eigentlich nicht mehr so viel, aber. Boah, das Level ist wohl einfach, ne? Ich glaube es nicht. Aber. Ja, die Lehrer wollen noch mal bei uns voll auf die Kacke hauen. Ich verstehe es nicht ganz. Bei anderen Schulen hört man immer, oh, ist doch kein richtiger Unterricht mehr. Ist doch einfach nur in der Schule rumgammeln. Aber bei uns ist das irgendwie nicht so. Ja, ich wünschte, es wäre anders. Boah, da unten ist dieser Scheißgegner, den hasse ich so. Den kann ich aber. Doch, den kann ich mit dem Obst besiegen. Aber soll ich den Mini-Mario jetzt da runterlotsen? Ich glaube eher nicht. Wobei. Kompliziert, ne? Komplizierte Sache. Komm mal bitte. Obwohl, ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Jetzt muss ich den direkt vor ihm besiegen. Komm. Oh, es hat geklappt. Ja, bei uns wird, wie gesagt, nicht gechillt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich mich 1000 Mal wiederhole. Oh nein! Ich vergesse es immer wieder. Ah, man kann dadurch sterben. Ah, das ist so eine Scheiße, dass man dadurch stirbt, ne? Das ist so lächerlich. Bin ich irgendwie von Mario Bros. Und so gar nicht gewohnt und... Ach. So, den kann ich wieder auf dieselbe Art besiegen. Boah, das war knapp. So, aber ich muss da ja eigentlich runter, ne? Aber ich habe ja gerade noch mal so einen extra hohen Sprung gemacht, ne? Komm, das muss klappen an sich. Ja, ganz locker. Easy going. Oh, da geht's ja noch weiter. Okay, den habe ich gut besiegt. So. Na, der muss da unten auch noch vorbei. Da muss ich auch hin und den Typ hier besiegen. Boah. Irgendwie hab ich's halt drauf, ne? Also, es gibt Tage, an denen ich mir denke, boah, ey. Früher hattest du viel mehr Skill irgendwie. Der ist jetzt voll weggegangen. Aber dann gibt's Tage wie diesen, an Tagen wie diesen, ne? Das Lied, ja. Da gehe ich voll ab. Da gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Da gehe ich ab wie Schmidts Katze, wie mein Bruder sagen würde. Ja, da läuft es einfach. Das soll es auch. So, kommt er hier hoch? Okay. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Aber ich schlage vor, hier einfach irgendwas zu machen. Es wird schon irgendwie richtig sein. Du sollst abhauen. Obwohl, jetzt komme ich hier gar nicht mehr hier durch. Oh. Ups. Habe ich nicht drauf geachtet, dass er direkt über mir stand. Was für ein Fail. Ah. Wie macht man denn das? Warte, der war doch gerade schon da, ne? Der Mini-Mario war gerade schon am Schloss, ne? Der ist da vorbeigelaufen.
Also, vielleicht ist das total einfach. Also, der kommt da locker durch. Jetzt soll er... Ja, ich muss irgendwie an den blauen Knopf kommen, oder? Aber wie? Okay, der Mini-Mario kann da ja immer durch. Ist mir gerade nicht aufgefallen. Ach, wie macht man denn das? Jetzt bin ich gerade überfragt. Ach so. Ja, ja, ich weiß. Nee, weiß ich nicht. Hä? Ich komme da doch nicht hin. Ich muss irgendwie an den blauen Knopf kommen, aber... Dazu brauche ich ja eigentlich die gelben Plattformen, aber ich wenn ich die drücke, dann komme ich nicht mehr hier raus. Und der Mini-Mario kann ja auch keine Knöpfe aktivieren, ne? Kann ich mir irgendwie hier durchglitschen oder so? Ach, ich bin zu dumm für das Spiel. Da haben wir gerade noch von Skill gesprochen. Ne? Oh nein. Ja, da zeigt sich wieder mein Skill in seiner vollen Gestalt. Ach, kann ich irgendwie mit dem Rhinoceros agieren? Ja, natürlich kann ich das. Natürlich kann ich das. Aber wie bekomme ich das auf die Stacheln drauf? Ich meine, doch, alles klar, Leute, alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich den Plan des Jahrtausends. Es ist unglaublich. Bam. So, und jetzt? Bam. Und jetzt komme ich nämlich angedackelt. Und kann... Och, Mini Mario bleibt doch da unten. Egal, auf jeden Fall kann ich hier den blauen drücken. So, dann kann der Mini Mario auch mal wieder hier runterkommen. Boah, ich hab's gelöst, Leute, ne? Boah, ich bin so gut. Ja. Wie gesagt, heute ein schöner Tag, ein guter Tag. Hat euch heute auch alles beim Tischtennis geklappt. Es ist super, ne? Wenn man beim Tischtennis verkackt, ist man danach irgendwie total depri. Ist jedenfalls bei mir so. Aber wenn man was holt, wenn man gewinnt, ne, dann fühlt man sich wieder geilste. Ja, und jetzt sind bei dem Bossfight wohl noch Stacheln dazu gekommen. Aber egal, ich bin ja eh nicht hier auf dem Boden an sich. Da gammel ich eigentlich für gewöhnlich nicht rum. Nein? Ah, der Bosskampf war eigentlich schon relativ schwer, ne? Im normalen Modus, sag ich mal. Also wird er hier nicht einfacher sein. Nee, ganz im Gegenteil. Der wird brockenschwer. Scheiße, ich komme da doch nicht durch, oder? Komme ich da durch? Komm. Er läuft direkt rein. Nein, jetzt haut er voll auf die Kacke. Ich weiß es noch. Wow. Durch Glück gewonnen. Ich sag's euch, Leute. Oh, es ist cool. Es ist geil. Boah, und diese Bilder, die gefallen mir noch mehr als bei den normalen Welten, ne? Normalen Welten war dieses Bild immer von, so ein Bild, wo wir Donkey Kong so richtig übelst fertig gemacht haben. Aber hier gammeln die Mini-Marios mit ihrem Vorbild rum. So muss es sein, meine Leute. Meine Freunde. Ja, ich bin ihr Vorbild. Ich habe hier generell die Vorbildfunktion hier. Ganz normal natürlich. gut, nicht wirklich. So. Schauen wir uns noch mal kurz die World Map von Welt 3 Plus an. Aber ja, das werden wir erst im nächsten Part machen. Wir haben jetzt auch die 20 Minuten, ne? Ja, die 20 Minuten sind immer so eine gute Zeit, um zu beenden. Jedenfalls bei mir. Und wir sehen uns dann eventuell beim nächsten Part. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch einschaltet. Und bis dann. Ciao.